Ja, für die heutige Aufgabe muss ich euch was erklären, was gar nicht so leicht ist, finde ich, aber sehr interessant. Vor 50, 60 Jahren hat ein Joseph Campbell viele antike Mythen studiert. Die Geschichte um Odysseus, um Theseus, soll er sagen. Und hat da festgestellt, dass es ein gewisses Muster gibt, dass sich bestimmte Themen, bestimmte Szenen immer wiederholen und hat die dann zusammengebaut zu einem abstrakteren Konzept, das er Heldenreise genannt hat. Die Heldenreise ist in den letzten 10 Jahren sehr populär geworden, weil viele Management-Seminare haben die entdeckt und viele Werbeagenturen und schon länger verwendet wird die Heldenreise bei Filmdrehbüchern, auch bei Romanen. Das ist teilweise unabsichtlich automatisch, so wie bei den alten griechischen Mythen, weil halt einfach Geschichten so erzählt werden. Teilweise, vor allem bei Filmdrehbüchern, ist es absichtlich, dass man sich das wirklich als Vorbild nimmt und sagt, das machen wir so, da kommt eine ordentliche Geschichte raus. Das Bild hier habe ich aus Wikipedia, es ist auf Englisch, aber ich hoffe, das werdet ihr trotzdem verstehen. Die Heldenreise ist eine Rundreise. Es beginnt hier mit dem Helden oder der Heldin, aber bei den alten griechischen Mythen war es halt meistens ein Held. Der wohnt in seinem bekannten kleinen Bereich zu Hause, in einem Königreich, in einem Fürstentum, in einem Städtchen. Dann gibt es immer einen Ruf zum Abenteuer. Jemand taucht auf und sagt, hey, komm mit auf Abenteuerfahrt. Nächster Schritt, der weigert sich dann gerne mal und sagt, hab keine Lust so recht, wird aber dann doch überzeugt und überschreitet die Schwelle in das Unbekannte, in das fremde Land. Das hier ist diese Schwelle. Threshold ist Englisch und heißt Schwelle. Oft gibt es einen Threshold Guardian oder mehrere Wächter, die diese Schwelle bewachen. Der Held hat in der Regel einen Mentor, einen erfahreneren, oft älteren Führer, der ihm Tipps gibt. Der kann supernatural, also übernatürliche Fähigkeiten haben oder nicht. Der Mentor begleitet ihn zumindest ein Stück des Wegs und hilft ihm. Der Held erlebt verschiedene Abenteuer, trifft dabei auf verschiedene Helferpersonen, verschiedene Versuchungen, Szenen, Abenteuer, bis zu einem großen, ja, Abyss. Abyss, das heißt Abgrund. Da geht die große Wandlung im Helden vor sich. Er wird zu einem echten Helden, gewinnt an Erkenntnis, wird klüger, verändert sich dabei, leistet eventuell Buße und am Schluss geht er mit dem Geschenk der Göttin, mit Weisheit oder einem echten Geschenk zurück in die Heimat. Die klassische Heldenreise ist also eine Art Rundreise. Das habt ihr jetzt sicher noch nicht verstanden. Ich bringe euch zwei Beispiele. Das kennt ihr vielleicht. Star Wars, Krieg der Sterne, Episode 4, der erste Star Wars-Film. Unser Held ist, sagen wir mal, Luke Skywalker. Der trifft auf einen, ja, Mentoren, einen älteren Helfer, der ihm ein Stück begleitet. Das ist Obi-Wan Kenobi. Als Begleiter hat er außerdem diese Droiden und kriegt den Auftrag, er soll irgendwie den Planeten verlassen, um die Prinzessin zu retten. Er weigert sich aber zuerst. Er sagt wirklich, ich kann doch meine Tante und meinen Onkel nicht verlassen und bleib lieber hier, bis allerdings die getötet werden und er doch seinen kleinen Heimatplaneten verlässt. Die Schwelle, das ist dieser Raumhafen Mos Eisley. Da gibt es eine Bar, die heißt Cantina.
Da gibt es eine Schlägerei, die muss er erst besiegen, bevor er dann die Schwelle übertreten kann und ins unbekannte Reich gehen kann, den Weltraum, mit dem er wegfliegt. Er hat nicht nur Obi-Wan als Mentor, er hat verschiedene Helfer, insbesondere hier den Han Solo. Es gibt dann tatsächlich so eine Art Abgrund, nämlich hier auf dem Todesstern, wo er mit der befreiten Prinzessin über diesen Abgrund rüber schwingt und vom, naja, Landjungen zum Helden wird. Am Schluss gibt es die Belohnung, aber er geht tatsächlich nicht zurück in sein Heimatreich, in seinen Heimatplaneten. Es liegt auch daran natürlich, dass das nur der erste von vielen, vielen Filmen ist. Jetzt kommt noch ein anderes Beispiel. Und hier geht es um den Hobbit. Die Filme habe ich nicht gesehen, ich glaube, die sind nicht gut. Es geht um das Buch Der kleine Hobbit oder The Hobbit. Ein kleines, schmales, harmloses Buch. Also anders als die Filme. Da gibt es Bilbo Beutlin. Der wohnt im Auenland und plötzlich aus heiterem Himmel klopfen eine Reihe von Zwerge bei ihm an und wollen ihn auf Abenteuerfahrt mitnehmen. Er weigert sich und will nicht mit. Der alte Gandalf, sein Mentor, überredet ihn dann aber doch mitzugehen. Sie überschreiten die Schwelle und verlassen das heimische Auenland und gehen auf Abenteuer. Treffen dort wieder auf Versuchungen, Herausforderungen, Kampf mit den Trollen, das sind sowas wie die Schwellenwächter, Beorn, der Gestaltwandler. Und am Schluss gibt es den Drachenhort. Das ist also kein echter Abgrund, sondern quasi nur ein metaphorischer Abgrund. Aber da wird Bilbo erst wirklich zum Helden. Und am Schluss geht er mit dem Geschenk der Göttin, mit einem Geschenk, das er zwischendrin gefunden hat. Hier vorne hat er es gefunden, nämlich den magischen Ring, der dann im Herr der Ringe so eine große Rolle spielen wird. Mit dem geht er am Schluss zurück in seine Heimat, das Auenland, und mit anderen Schätzen und lebt dort als kluger und weiser Mann. So, ich habe die Stationen hier mal nummeriert. Es gibt da verschiedene Fassungen der Heldenreise mit mehr oder weniger Stationen. Ich habe mal diese 10 Stationen rausgesucht. Ruf zum Abenteuer, Zögern des Helden, dann ein Überschreiten der Schwelle, eventuell einen Schwellenwächter. Gibt es einen Führer oder Mentor auf der Reise? Gibt es verschiedene Helfer? Gibt es verschiedene Aufgaben und Prüfungen? Gibt es einen Abgrund, den der Held überwinden muss? Und eine Wandlung des Helden, dass es sich irgendwie groß verändert? Und kehrte am Schluss, eventuell mit einer Belohnung, zurück in seine Heimat. Das sind so Standardstationen bei der Heldenreise. Eure Aufgabe ist jetzt herauszufinden, gibt es diese Elemente bei Chick? Ich glaube, manche gibt es und sind eindeutig, andere gibt es vielleicht nicht oder sind nicht ganz so eindeutig. Versucht es herauszufinden. Bleibt dabei bei der Nummerierung, schreibt auf 1 bis 10, ja, gibt es und zwar an folgender Stelle oder habe ich nichts dazu gefunden. Bonuspunkte gibt es, wer ein Geschenk an den Helden entdeckt. Tschüss!